Moin von der Insel, herzlich willkommen nicht auf Gran Canaria, sondern Hola und buenos días von La Gomera. La Gomera, Leute. Das ist auch eine der Kanarischen Inseln und viele sagen, das ist die schönste der Kanarischen Inseln. Wir sind seit gestern hier auf La Gomera und sind, wie sagt man so schön, schockverliebt in Ja, diese Insel. sie ist mystisch. Sie ist die Passatwinde hängen hier fest im in der Inselmitte. Langsam, Martina. Es gibt hier traumhafte, märchenhafte Wälder. Es hat ein bisschen was von Avatar. Und wir stehen hier vor einer wahnsinnig schönen, traumhaften Unterkunft, die wir gebucht haben. Gucken auf den Atlantik, haben zur rechten Hand wirklich Nebel und wissen, dass da der Wald ist. Dieser mystische Wald. Und wir sind hier im Tal von, ich glaube, Ermiga heißt das ganze Also Örtchen. geschrieben Hermigua. Ist das mit Gur geschrieben? Ja, Nee. ich weiß aber nicht, wie man das ausspricht. Auf jeden Fall, dieser Ort hier ist, ja, man sagt ja immer, die Kanaren haben das beste Klima der Welt. Und ich sage, und das haben wir gelesen, dass dieser Ort tatsächlich unbestritten wohl auch wissenschaftlich fundiert bestätigt das beste Klima der Welt hat, weil man hat hier Mindesttemperaturen von 18 Grad und Höchsttemperaturen von 27 Grad. Und das ganzjährig. Das heißt, im Winter wird es nicht richtig kalt. Also ich tippe darauf, dass wir jetzt so Mitte 20 Grad haben und es ist ein tolles Durchatmen. Und in diesem Tal, in dem wir unsere Unterkunft gebucht haben, wachsen Bananen ohne Ende, Mangos und Mangas ohne Ende. Es ist das fruchtbarste, wasserreichste Tal der Insel La Gomera. Und es sind eigentlich nur kleine Dörfer, kleine Landschaften, die sich in die Täler hier schmiegen. Wir sind wahnsinnig begeistert. Ihr seht die Bilder, das ist vor unserer Unterkunft. Und wir sitzen draußen bis in die Nacht eigentlich, müssen nichts überziehen, weil es einfach so samtig ist. Es Ja. ist so wohltuend. Man, also dieses, was man auf Gran Canaria hat, wenn die Sonne so hoch steht und erbarmungslos runterbrennt, es hat ja auch was Schönes, ohne Ja, Frage. ja. Aber jetzt hier zu stehen, bei, ich sag mal, bei ähnlichen Temperaturen, aber erträglicher, Extrem wohltuend ist das. Es wunderbar. tut so Leichte gut. Brise, Ja, ganz fantastisch. Die ja. Insel hat gut 20.000 Einwohner. Allerdings, wir waren gestern, sind wir vom Flughafen hierher gefahren. Ich vermute mal, dass das Luftlinie keine 10 Kilometer sind, aber wir waren eine Stunde unterwegs. Man fährt eben durch Wälder, durch Nebelwälder und ja, eben nicht auf dem direkten Wege, sondern durch sehr, sehr viele Kurven, durch sehr, sehr viele Serpentinen und wir waren sprachlos. Also ganz kurz von meiner Seite aus noch, weil ich gerade so beeindruckt hier auf den Atlantik und auf dieses Tal gucke. Wenn wir gleich da hinten links um die Ecke fahren, können wir ganz, ganz wunderbar. Aha, Quatsch, da ist er ja, der Teide. Oh. Schwer zu erkennen, aber da ist er. Ah ja, man kann ihn, also Man, wir können ihn leicht ja. erkennen, ihr werdet es wahrscheinlich nicht sehen. Wir sind hier sehr, sehr nah an Teneriffa. Und ich muss noch ganz kurz sagen, hätte ich gewusst, wie spektakulär der Anflug nach La Gomera ist mit Binter Airlines. Es fliegen nämlich nur Gran Canaria und Teneriffa fliegen La Gomera an auf diesem kleinen insularen Flughafen. Ansonsten macht man es mit der Fähre von Teneriffa. Ich wäre vielleicht nicht eingestiegen. Aber Es nun muss ich auch war, wieder weg. ich glaube, also die Piloten, die hier landen, die brauchen irgendwie nochmal eine Spezialausbildung. Das war Das war schon echt auch spektakulär. spektakulär, ja. Ja, wir hatten ja gesagt, wir stehen hier vor unserer Unterkunft. Das ist also hier das, die Basalto Casas. Und man hat hier auf diesem Grundstück sechs kleine Häuschen. Dort das eine Häuschen dort, seht ihr, die sind baugleich mit fünf weiteren. Und jeder hat hier sein eigenes Grundstück. Man kriegt von anderen Menschen so gut wie nichts mit. Ja, eigentlich, man bekommt von anderen Menschen nichts mit. Man weiß gar nicht, ob man zurzeit hier alleine wohnt oder ob da noch andere Häuser belegt sind. Also, Vielleicht werden wir nachher noch mal, wenn wir von unserem Tagesausflug jetzt heute in die Hauptstadt nach San Cristobal San wiederkommen. Cristobal, wo willst du denn hin? Heißt das nicht die San Hauptstadt? Sebastian, aber macht ja nichts. Ah, guck mal, jetzt wäre ich nach San Cristobal gefahren.
wo liegt das eigentlich? Auf Gran Canaria, aber man hat nichts. Auf Gran Canaria? San Cristobal liegt vor Las Palmas. Ach das, ja, ja genau. Aber es gibt bestimmt noch 100 andere verschiedene San Cristobals. Es gibt noch Los Cristianos auf Teneriffa und so weiter und so fort. Also wenn wir nachher wiederkommen aus der Hauptstadt dieser Insel, dann werden wir vielleicht nochmal euch die Casas hier zeigen. Also unbedingt die Empfehlung, tolle Anlage. Ganz toll, hochwertige Materialien sind hier verarbeitet. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Es ist trotz allem sehr modern. Die meisten oder viele Menschen mögen es ja auch sehr clean modern. Ich habe es lieber gemütlich modern und ich mag die Verarbeitung von Holz zu einem kleinen Teil. Und das ist hier zu einem kleinen Teil so. Tolle Außenbereiche. Stefan hält hier gerade mal runter. Das ist eine kleine Außenküche. Das ist ein Gasgrill. Einer der Casas. Genau, das ist ein toller Gasgrill. Tolle Liegen, tolle Stühle. Die Sonnensegel sind da. Und ja, mir fehlen eigentlich ein bisschen die Worte. Wir haben schon oft schön gewohnt, aber diesmal wohnen wir auch besonders schön. So, und jetzt geht's auf in die Hauptstadt, die sich heißt San Sebastián de la Gomera. Weiß ich nicht, ob das de la Gomera heißt. Nee, aber auf jeden Fall kommt dort die Fähre Fred Olsen von Teneriffa an. Dort liegen die Kreuzfahrtschiffe an, wenn sie denn La Gomera besuchen. Und wir gucken mal, was hier sich jetzt so tummelt. So machen wir das. Ne? Wir sind immer noch auf dem Weg in die Hauptstadt nach San Sebastian. Und jetzt haben wir mal hier eine Parkbucht genutzt, um mal wieder auszusteigen, um euch auch mal zu zeigen, wie es hier aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das, ja, ich weiß gar nicht, ob man das im Bild so festhalten kann. Kann man nicht. Wie das, was wir mit dem bloßen Auge hier sehen, das sind Schluchten, Täler, unfassbar bizarr und schön. Die Wolken ziehen hier sehend über uns hinweg. Und ihr seht, der Himmel hat sich geändert. Das Komische war tatsächlich, wir sind durch einen Tunnel gefahren. Vor dem Tunnel, ihr habt es ja vorhin gesehen, Wolken verhangen. Nach dem Tunnel blauer Himmel. Und dann diese mit Bäumen gesäumten Bergketten hier, sowas gibt es auf Gran Canaria nicht. Da ist es viel, viel trockener natürlich. Und hier zur Linken haben wir fahren auf einer relativ neuen Straße, sind gerade schon mal durch den Tunnel gefahren und hier zur Rechten um den Berg herum, das ist die alte Straße, davon gehe ich aus, mit der man vor kurzem noch mit dem Auto gefahren ist. Das hat bestimmt also viel mehr Spaß gemacht. Da wäre ich, glaube ich, auch zu Fuß gegangen. Also wenn ich das jetzt schon sehe, das sieht schon sehr marode aus. Ich bin froh, dass es neue Tunnel und neue Straßen gibt. Die wird auch gemacht. Die Mauer wird hier auch gerade neu gemacht. Also es ist ein Träumchen, Leute. Wir sind gestartet bei 27 Grad. Jetzt haben wir aktuell 21 Grad. Also, oh, guck mal, auch der tolle Fels hier. Ja. Die tollen Gesteinsschichten. Das ist auch was für Geologen hier. Ja, mit schwerem Gerät ist man hier natürlich durch die Berge gegangen. Und könnt ihr sehen, wie schnell die Wolken ziehen? Stefan, kannst du sowas festhalten? Ja. Also, das ist toll. Wenn wir nachher zurückkommen aus der Hauptstadt San Sebastian, werden wir euch natürlich noch mal ein paar Eindrücke über Hermigua, wahrscheinlich spricht man das H ja nicht, über Hermigua zeigen. Nur eins sei gesagt, wer hier Party will oder großes Angebot von Fressmeilen oder Bars, so. Bars, Kneipen, Promenaden, das wird es glaube ich nicht geben. Wir haben drei Supermärkte, aber auch anders als bei uns. Die Gänge sind dort so eng, dass man sich wirklich strategisch bewegen muss mit anderen Kunden. Und das Angebot ist wirklich minimal. Und teuer natürlich dann auch. Und also teurer als bei uns auf Gran Canaria. Was sagst du heute Morgen noch? Das ist hier die Insel mit dem letzten Regenwald vor Südamerika. Ne? So ähnlich, ja. Die Passatwinde bringen hier ganz tolles Wetter zustande und die Passatwinde und der Regen, der regnet sich hier in der Inselmitte ab. So heißt es, wenn ich das richtig ausgedrückt habe. Wahrscheinlich können das Geologen, Biologen viel besser erklären. Natürlich, aber das sind wir ja nicht. Nein. So. Wir freuen uns jetzt auf weiter. San Sebastian. Stefan sagt ja immer die Hauptstadt, aber ich verspreche euch, es ist nicht mehr als ein großes Dorf. Ja, ist alles ein Dorf hier. Also, bis gleich. So, bevor wir losfahren hier im Auto, eine große Besonderheit haben wir hier noch auf La Gomera. Das sind hier die Wasserflaschen. Hältst du einmal bitte die Kamera fest? Was ist denn mit den Wasserflaschen? Ich will was zeigen. Das, ja! Also, passt mal auf. Ich kann zaubern. Achtung.
Achtung. Oh, ist das schön. Ist das nicht toll? Guck mal hier. Man hängt nicht mit der Nase im Deckel. Ist das nicht sensationell? Mal gucken, wie lange das hier noch so geht. Eigentlich verboten in Europa, ne? Psch, nicht weiter jetzt. So, nimm. Wieder ein kurzer Halt, diesmal an einem Mirador, also einem offiziellen Aussichtspunkt. Wir stehen hier am Mirador de los Manderos. Manaderos. Du musst es dann auch mal richtig, ne? Ja, Manaderos. So, hier seht ihr auf dem Bild ein Stausee voller Wasser. Dort hinten ist die Staumauer. In echt sieht das denn so aus. Da hinten. Da hinten. Da. Also im Vergleich zur Größe der Insel, ist die Dichte und das Aufkommen hier an Stauseen und dergleichen enorm. Aber sie scheinen leer zu sein, wie überall. Also ich sehe kein Wasser. Aber das heißt also, selbst hier auf dieser Insel ist Regen wohl auch nicht unbedingt alltäglich, sondern vielleicht auch wie bei uns eine... Selten. Ja, mehr die Inselmitte. Aber ich bin begeistert von den Straßenverläufen hier unten. Und ich meine, bei aller Liebe zur Ruhe und zur Gemütlichkeit, das ist mir doch schon sehr, sehr einsam, denke ich. Also eins muss man ja sagen, wir waren gestern unsere erste Nacht in unserer Casa. Wir haben nicht mal einen Hund bellen. Oh, die Ruhe, ein Traum. Also hier kommt man wirklich zur Ruhe, Leute. Wer gestresst ist. Unbedingt nach La Gomera fahren. Einmal hier eine Woche wandern gehen, wer das denn kann, körperlich. Bei uns steht es immer noch auf unserem Zettel der Dinge, die wir noch tun wollen. Wanderschuhe haben wir auf jeden Fall eingepackt. Und vielleicht werden wir hier tatsächlich irgendwann in den Tagen auch noch mal eine kleine Wanderung machen. Ich lese hier gerade noch mal, dass das Wasser aus den Stauseen für die Landwirtschaft genutzt wird, während der menschliche Bedarf dank des großen Verbündeten der Insel gedeckt wird. Wer auch immer der Verbündete der Insel ist, das konnte ich jetzt hier nicht lesen. Doch, dem sich ständig erneuernden Wasser, das von Passatwinden kommend unter den Gipfeln versickert und in den Aquiferen abgelagert wird. Aquiferen, das Wort habe ich noch nie gehört. Nee. Derzeit kann sich La Gomera rühmen, sehr gut mit Wasser versorgt zu sein, da es die höchste Wassermenge pro Einwohner auf dem gesamten Archipel hat. Hätte ich nicht gedacht. Nee. Aber das ist dann den Passatwinden zu verdanken, die sich dann hier oben mit ihren Wolken an den... Abregnen. Hier wird es abregnen. Ja. Es gibt hier 37 Dämme und 2 Stauseen. Schaut mal, so sieht das wahrscheinlich dann im Winter aus, wenn es richtig grün ist. Ich meine, jetzt ist es ja schon grün. Man sieht es nicht unbedingt im Gegenlicht. Ich glaube, es sieht immer gleich aus. Ja. Ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, egal wann man hierher reist, ich glaube, das ist immer sehr ähnlich hier. Die Tälerschluchten, ich finde auch den Straßenverlauf, den wir jetzt weiterfahren, ja, finde ich gigantisch für diese kleine Insel, die für mich von Infrastruktur, was Supermärkte und dergleichen angeht, gar nicht viel hat oder vielleicht auch nicht viel will. Vielleicht will La Gomera bleiben, wie es ist, was gut ist. Ja, das denke ich auch. Herzlich willkommen in San Sebastian. Ja. Am Strand wird der Platz relativ knapp. Er ist sehr gut besucht. Eine Dame liegt da am Strand. Der Strand ist natürlich auch nicht schön, der ist sehr steinig und ich glaube nicht, dass es gemütlich ist, hier zu liegen. Aber es ist ja auch ein Arbeitstag. Vielleicht sind die Leute auch am Schaffen. Direkt vor uns sehen wir Teneriffa. Ja, nicht nur den Berg, sondern eigentlich die ganzen Umrisse kann man ganz gut erkennen. Ja. Aber wahrscheinlich wird das im Video nicht zu sehen sein. Wir kennen jetzt diesen Ort relativ gut, sag ich mal. Wir waren hier zweimal mit dem Kreuzfahrtschiff. Zweimal oder einmal? Zweimal oder einmal. Genau. Einmal. Einmal oder zweimal. Ich glaube, wir waren hier einmal. Ich glaube einmal, ja. Ja. Und da waren wir auch nur hier unten so ein bisschen unterwegs. Das hat sich natürlich auch alles komplett verändert. Aber wir werden uns den Ort gleich mal ein bisschen ansehen, ne? Ja. Freue mich drauf. Wollen wir hier noch mal gucken, was da um die Ecke kommt? Ja, ich sag mal nichts, da kannst du da alleine hingehen. Okay.
Ich liebe es, aufs Wasser zu gucken. Ja, so sieht es dann hier aus. Der Atlantik, wie man ihn kennt. Ja, hinter dieser Kaimauer, die man jetzt vielleicht im Hintergrund erkennen kann, dort ist dann der Hafen von San Sebastian. Bizarre Felsformation. Ein schöner Ort, um zu verweilen. Kein Tourismus weit und breit. Hier gibt es keine Souvenirs zu kaufen. Also zumindest nicht hier an diesem Platz. Arbeiten wir uns mal in die Innenstadt voran. Einen kleinen Fußweg vom Hafen. 5 Minuten. Dann ist man schon in der Innenstadt und man wird begrüßt hier von einem kleinen Park. Ganz hübsch gemacht. Schön viele schattige Stellen. Und ich finde, das sieht ziemlich vertrocknet aus hier. Ziemlich vertrocknet, ja. Und hier haben wir ein berühmtes Gebäude, den Turm della Torre, glaube ich, heißt der. Ja? Ja, irgendwie sowas, ja, auf jeden Fall. Also berühmtes Gebäude, so muss man gesehen haben oder auch nicht. Sieht aus wie so ein Festungsturm aus Kriegszeiten, ja, als noch die Seeräuber hier unterwegs waren. Und dann sind hier Gitter vor den Fenstern, kann auch ein Kerker gewesen sein. Ja, 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 sagst du was. So, und dann fängt hier auch gleich die Zivilisation an. Also ich muss jetzt im Gegensatz zu dir sagen, ich finde den Park jetzt nicht so schön. Ich finde so schattige Stellen einfach immer schön. Ja, ich finde das aber nicht schön angelegt kann. Oder nee, so. Schön ist anders, aber die Idee ist schon mal gut. Zum Eingang in die Innenstadt ein Park anlegen, dort hinten mit dem großen Spielplatz für die Kleinen. Und dann hier so diese schattigen Plätze laden dann auch ein, um Boule zu spielen. Zumindest würde man das in Frankreich wahrscheinlich tun. Ob man das denn hier auch macht, weiß ich nicht. Hier, aber du tüdelst hier auch Verbote. Hier steht ja nicht mal eine Bank. Wie bitte? Was sagst du? Hier steht ja nicht mal eine Bank. Zum Verweilen im Schatten. Hier soll man ja auch nicht verweilen. Hier soll man ja Boule spielen. So, dann ist man hier gleich in der Fußgängerzone. Schauen wir mal. Klein und gemütlich. Übersichtlich. Eben. Ich habe gerade zu Stefan gesagt, das ist über 10 Jahre her, dass wir hier waren. Bestimmt über 10 Jahre. Ich kann das hier nicht mehr so erinnern. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Nee. Ja, schön ist anders, ne? Ich dachte auch, hier wäre so ein zu Beginn so ein großer Baum gewesen. Ja, das muss doch hier gewesen sein. Das ist sein. Hier auch gleich links um die Ecke. Aber schön ist anders, oder? Schön ist anders. Hat ein bisschen was von, ich will es nicht sagen, aber ich finde es auch nicht so schön, von Arrecife. Ja. Das finde ich auch nicht schön. Arrecife ist der Hauptort auf Lanzarote. Und selbst hier gibt es schon so einen Inside, so eine Billigkette für Klamotten. Das ist der Platzschatz.
großen Baum. Die haben sie vielleicht auch gefällt. Nee, da ist er. Hier, da. Na guck, genau. Da ist doch dieser Riesenbaum. Guck, hier gibt es eine Veranstaltung, hier ist ein Zelt aufgebaut. Schauen wir mal, was es da gibt. Vielleicht kann man sich hier für eine Sportveranstaltung einschreiben. Ja, scheinbar gibt es hier die Startunterlagen für den, ja, für den Gomera Trail, der hier offensichtlich demnächst ansteht. Ah, hier sind die verschiedenen Strecken. Ah ja. 1 Kilometer, 16 Kilometer, 30 Kilometer oder aber auch die klassischen 42 Kilometer. Ich weiß nicht, ob die zu Fuß bewältigt werden sollen oder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht es hier um körperliche Betätigung. Musik, weißt du, ne? Ja, wir haben hier einen schönen Stufe, Platz. Ne? Stefan kann gut stolpern, deshalb weise ich ihn lieber, ja, auf eine Stufe. So, und jetzt haben wir hier, ist nicht nur ein großer Baum, sondern es sind viele große Bäume, ein wunderbarer Platz mit vielen tolle großen Luft, Bäumen, ne? Ganz angenehme Luft, genau, toll zu sitzen hier. Ja, und ihr seht das ja selber, das ist alles ein bisschen kleiner und ein bisschen beschaulicher. Hier gibt es dann so 3, 4 Restaurants nacheinander. Das war es dann aber auch. Ich weiß, dass ich hier mal ein ganz tolles Tuch bzw. einen ganz tollen grünen Schal gekauft habe. Das war irgendwo da. Das war hier auf der Ecke. Hier. Genau. Schaut hier die schönen Balkone. Guck mal, wie hübsch. Ja. Das ist hier die Pizzeria-Straße. Das ist jetzt die 5. Pizzeria. Schaut mal hier schön. Ist das hübsch? Ja, das ist wirklich schön. Nur leider so eine Sackgassenlage. Das ist natürlich für so ein Café ziemlich blöd. Ist toll, ne? Da geht wohl selten mal jemand hin. Ist auch gehende Leere, schade. Ja, aber sehr schön. Muss man fast wissen. Wie so ein kleiner botanischer Garten. Ja. So, hier nochmal ein paar Eindrücke von den Wohnungen. Man kann da so ein bisschen reingucken. Also wie in Holland, ne? In Holland hat man ja keine Gardinen vor den Fenstern. Es gibt auch die Geschichte, dass es in Holland auch eine Gardinensteuer gibt. Das heißt, wenn man eine Gardine vor den Fenstern hat, muss man eine Steuer bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, ob das wahr ist oder ob man mich einfach nur foppen wollte. Nein, purzel dich doch nicht. Das kann ich erinnern. So, und hier haben wir dann die schöne Fußgängerzone. Das andere war die nicht schöne und hier haben wir die schöne. Hier kommen ja, glaube ich, auch die Kirche zu, des Ortes. Ja. Die habe ich auch in Erinnerung. Schön. Ja, wir sind den 2. Tag jetzt hier auf La Gomera und die 20.000 Einwohner haben wir jetzt auch alle kennengelernt, glaube ich. Und die sind alle ausnahmslos total freundlich. Wirklich. Das stimmt. Grüßen einen ganz freundlich. Noch nie gesehen und du wirst hier ständig freundlich begrüßt. Das ist ja auch nicht überall auf der Welt so. Hübsch. Die Insel ist auch eine Insel für Aussteiger, guck mal, das für sind so, Hippies, so Bambusmatten und für Künstler sowieso. Eben gerade waren wir in einem Laden drin, da waren Bilder, die bestanden nur aus kleinen Buchstaben.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist jeder Sechste hier ein Deutscher. Ja? Mhm. Okay. Ja. Guck also mal, in der Pension Victor möchte man doch auch übernachten. Ja, auf jeden Fall. Und das Leben funktioniert hier deutlich langsamer als anderswo auf der Welt. Endlich mal. Warum auch? Hektik ist hier völlig fehl am Platze. Guck mal, ihr Kleid, das kann man auch gut erkennen, was da drauf ist. Ja, das schick. Steht ihr auch, ne? Gut aus, oder? Ja. Was sagt ihr? Ist doch schick. Ich meine, das ist auch bekannt, ne? Hier diese Kette Enctrentro, ja, das ist eine ganz bekannte Marke hier. Ich glaube, das war der Riesensupermarkt. Wir gehen mal gucken. Ja. Oh, das ist aber auch schön. Ja. Wir kommen auch hier wieder zurück, Schatz. Haben wir es doch. Was Deutscher denn? Dialekt. Auf La Gomera wird übrigens auch noch die Pfeifsprache, die kanarische Pfeifsprache praktiziert. Das ist eine Methode, sich zu verständigen. Mhm. Man pfeift also hier irgendwie irgendwelche Laute. Und das kann dann zum Beispiel bedeuten, ey, wenn du morgen in die Stadt gehst, bring mal einen Kasten Bier mit oder so. Kann man also auch pfeifen. Also man kann das, Stefan kann das Gott sei Dank nicht. Kasten mehr gibt es hier auch nicht. Ja, sicherlich kann ich pfeifen, aber ich weiß ja nicht, was ich dann pfeife. Das ist ja das Problem. Ja. So, das scheint hier irgendwie ein bisschen einsturzgefährdet zu sein. Zumindest abgesperrt hier. Aber von der Bausubstanz her sieht das eigentlich noch ganz schön aus. Ja, das wäre dann hier so die größte Stadt. Mhm. Das größte Dorf, will ich mal eher sagen. Guck, und hier ist die Kirche. Das weiß ich noch. Ja. Mhm. Das weiß ich ziemlich neu. Ich guck mal rein. Ja, Kirchen sind ja irgendwie auch alle. Man mag es mir verzeihen. Ich sage ja immer, kennst du eine, kennst du alle. Ist aber auch was dran. Aber wenn ich eins gelernt habe, es gibt so Tabuthemen, über die man nicht reden sollte. Dazu gehört Politik, Religion, Fußball und noch irgendein Thema. Ich gehe da noch mal rein. Jetzt stehen wir hier im Nationalpark Garayona. Garayonai. Hast du alles richtig gemacht? Garayona? Ich glaube. Es ist 23 Grad warm, aber es fühlt sich an wie 15 Grad. Ja, kühl im Rücken. Nachdem wir aus dem Hauptort San Sebastian gekommen sind, haben wir uns hier nochmal auf den Weg gemacht. Auf dem Heimweg sind wir kurz abgebogen, um euch diesen Nationalpark mal kurz vorzustellen. Denn wir müssen ja nach Ermigua. Dort ist ja unsere Casa.
Und morgen wollen wir ja nach Valle Gran Rey. Kannst du das auch noch mal zeigen, Purzel? Genau. Das Tal der Könige. Dort soll es ja die meisten Hippies geben, die Auswanderer, ganz viele Menschen, die sich dort niedergelassen haben. Und von daher schlage ich jetzt vor, stellen wir euch morgen den Nationalpark noch mal näher vor, oder? Mhm. Also auf jeden Fall sind wir hier gestern vom Flughafen kommend nach Hermigua gefahren. Und hier war Nebel mit Sichtweite um die 30 Meter, würde ich sagen. Wir haben es aber jetzt auch am Nachmittag 15 Uhr und gestern war es morgens um 8 oder um 8:30. Da sieht die Welt natürlich noch ein bisschen anders aus, wie man so schön sagt. Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung. Weiß ich jetzt in diesem Fall nicht. Aber natürlich klart das im Laufe des Tages auch ein bisschen auf. Und das wird morgen Vormittag, wir werden vormittags, denke ich, unterwegs sein, vielleicht spektakulärer sein von den Bildern. Wobei das Grün ist einfach. Die Luft ist einfach unfassbar schön. Auf jeden Fall sind wir hier in einem subtropischen Regenwald. Und es ist nicht schwül, sondern wirklich sehr erfrischend. Ja. Und für Wanderer ist diese Insel natürlich ein Paradies. Überall, egal wo man fährt, findet man immer irgendwelche Hinweisschilder. Es gibt auch oft ganz kleine Buchten, in denen man das Auto abstellen kann. Und dann sind die Wanderwege hier alle sehr, sehr gut ausgeschildert. Und dann kann man hier tatsächlich seinem Hobby Wandern wirklich exzessiv nachgehen. Man sagt ja auch, der Tourist auf der Insel kommt zum Wandern hierher, sprich er erkundet die Insel zu Fuß. Ich habe das überlesen. Ich steige mal wieder ins Auto ein. Auch Hundescheiße liegt hier auch übrigens. Kurz vor unserer Ankunft in unserer Casa gehen wir jetzt mit euch hier nochmal auf diesen Aussichtspunkt. Hier hat man wirklich einen sehr, sehr schönen Blick in das Tal hinein. Auch hier angenehmer Wind, 21 Grad. Und das war wirklich auf der Rückfahrt eben genauso wie auf der Herfahrt auch. Es gibt einen Tunnel. Auf der einen Seite des Tunnels haben wir diesen Himmel hier. Und auf der anderen Seite des Tunnels, dort hinten irgendwo, dort ist der Himmel dann blau. Also der Himmel wird getrennt von einem Tunnel von wolkig in blau. Also sehr faszinierend. Ja, wunderschöner Blick hier ins Tal. Du hast dich noch mal informiert über Hermigua. Was hast du zu berichten? Also das, was wir eigentlich schon wissen, dass es das fruchtbarste Tal der Insel ist, dass es hier überhaupt nicht an Wasser mangelt und dass Meteorologen und Wissenschaftler herausgefunden haben, dass es wirklich das weltbeste Klima hier gibt. Und damals, als es die Pest und Cholera und andere große Krankheiten in Europa gab, suchte man sich dieses Klima und ist hier fündig geworden. Durch die Passatwinde hat man immer gleichbleibende Temperaturen, Sommer wie Winter. Das heißt, Winter im schlimmsten Fall 15 Grad steht dort. Und im besten Fall kriegen wir ja hier die 27 Grad. Das ist übrigens an anderen Orten auf dieser einen Insel, die nicht groß ist, schon anders, weil San Sebastian hat auch 31 Grad und pralle Sonne. Hier hatten wir ja eben. Ja, deshalb sage ich das nochmal extra. Mhm. Hier stehe ich jetzt und kann sogar sehen, wo wir wohnen. Ja? Ja. Ich kann sogar sehen, wo wir wohnen. Ich nicht. Wenn du das große gelbe Haus dort in der Mitte des Tals nimmst, ja, das ist die Schule, ja, wo du heute Morgen Brötchen holen warst. Ja. Rechts darüber, sechs kleine Gebäude. Ah, da hinten, jetzt sehe ich es auch. Ihr seht das nicht, aber da wohnen wir. Hatschi Batsch. Unsere Casa. Und wir müssen jetzt auch ein bisschen Mineralwasser einkaufen, weil man muss ja viel trinken. Ja. Alle, die uns gut kennen, wissen, dass wir auch die eine oder andere Flasche Wein vielleicht heute noch mal einkaufen. Aber ja. Wollen wir dann hier Tschüss sagen?
Ja, können wir machen. Das ist doch ein schöner Punkt hier. So mit dem wir beiden vorm Tal. Mhm. Wow, was ist da, was kann es da Schöneres geben? Ich lehne mich gerade an. Ich hoffe, das Geländer hält. Also eigentlich wollten wir auch noch mal in das angeblich schönste Dorf hier, Agulo. Ne? Mhm. Da waren wir gestern schon mal. Waren wir gestern schon mal kurz gucken. Ist wirklich schön. Mhm. Jetzt aber, ja, ist schön. So. Es ist alles sehr klein und beschaulich. Und man ist dann auch schnell da durch, müssen wir auch mal dazu sagen. Wir sind noch nicht so ruhegepolt, dass wir dort auf der einen oder anderen Bank Stunden verweilen können. Da kommen wir aus der Großstadt Maspalomas. Oder aus Eckernförde. Aus Eckernförde. Hier sind ja die, ja. Ja, ich meine, Eckernförde hat auch um die 20.000 Einwohner, so wie diese Insel. Also. Ja? Wahnsinn. Genau. Also, ob wir dann, ja, eigentlich wollten wir euch auch noch mal Hermigua zeigen, aber das ist eine Straße, die ist ganz schön, ja. Aber die könnt ihr selber mal entdecken, wenn ihr hier seid. Einfach mal anhalten und durchgehen. Und Agulo, mal gucken, ob wir da noch Zeit finden werden, auch noch mal hinzufahren. Morgen geht's ins Fall Tal der Könige. Geht's auf diese Seite hinten rüber. Also einmal quer über die Insel. Valle Grande del Rey, Tal der Könige. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Tschüss, adios, hasta luego. Bye, bye. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.